Herzlich willkommen in der Anna-Linde-Gärtnerei in Leipzig-Lindenau. Ich bin Philipp Schaf und werde euch heute das 1x1 der Jungpflanzenanzucht beibringen. Es geht heute um die Aussaat von Basilikum. Das Besondere bei Basilikum ist, dass es sich dabei um einen Nichtkeimer handelt. Das heißt, wir werden das Basilikum nicht mit Substrat übersieben, sondern das Basilikum wird nur auf das Substrat oben aufgelegt und dort befeuchtet. Als erstes füllen wir die Töpfe mit Substrat. Das müssen jetzt nicht wie in dem Falle neue Recyclingtöpfe sein, sondern es können auch gebrauchte Töpfe sein. Wir füllen die Töpfe ungefähr bis zu einem Fingerbreit nach oben an. Bevor wir jetzt das Basilikum-Saatgut dort auf die Oberfläche ausstreuen, gießen wir die Töpfe vorher an. Um das Basilikum auszusäen, nutzen wir jetzt keinen Pikierstab, sondern tatsächlich unsere Hände. Und die optimale Anzahl für so einen Topf sind ungefähr 30 Samen pro Topf. Wichtig ist, dass man die Samen schön breit verteilt, dass das Basilikum am Ende schön gleichmäßig keimt und wächst. Jetzt haben wir die Basilikumsamen gleichmäßig in dem Topf verteilt und jetzt ist natürlich wichtig, diese anzugießen, um ihnen die Initialzündung zur Keimung zu geben. Wichtig ist, dass man jetzt ab dem Punkt die Feuchtigkeit des Substrats im Auge behält, denn sobald die Oberfläche jetzt einmal austrocknet, wird das Basilikum nicht weiter keimen. Wenn ihr gut genug darauf geachtet habt, dass das Substrat an der Oberfläche schön feucht bleibt und das Basilikum an einen warmen, hellen Ort gestellt habt, dann werdet ihr spätestens nach einer Woche die ersten kleinen Keimlinge sehen, wie sie schon die ersten Keimblätter ausbilden und nach 2 Wochen die vergrößerten Keimblätter, die sogar schon beginnen, die ersten echten Blätter auszubilden. Ab dem Punkt, wo das Basilikum komplett gekeimt ist, gießt ihr es bitte nur noch von unten. Also stellt es am besten auf ein kleines Tellerchen und gießt es nur noch von unten, denn es ist eigentlich sehr empfindlich dafür, Wasser von oben zu bekommen. Vielen Dank, dass ihr heute die Anna-Linde-Gärtnerei besucht habt. Ich wünsche euch für die Zukunft viel Erfolg bei euren Aussaatexperimenten.